Stopp! Lassen Sie das! Lassen Sie mich! Hey, was ist denn los hier? Das sind meine Sachen hier. Moment, wir wollten Moment! Stopp! Moment, Sie haben eine Frau verhaftet! Hier wird gerade eine Frau verhaftet! Warum? Hilfe! Was ist denn das hier? Tante zu Hause, ne? Meine Oma hat das Land hier aufgebaut. Hören Sie mir mal zu, ich komme jetzt mit, Sie sind voll auf den Fest gekommen. Nur weil ich was gesagt habe? Hey! Jo, was los? Habt ihr euch verkauft an den Staat? Hey! Hey! Was ist denn mein Sohn? Wir kamen mehrere Durchsagen, du hast ihn nochmal angesprochen. Sie hatten mehrmals die Chance mit diesem Platz. Wir wünschen Ihnen nun eine erfolgreiche und friedliche Veranstaltung. Achtung, Achtung! In dieser Fläche, auf dem Cannstatter Wasen, ist das Freiheitsvirus ausgebrochen. Wir kämpfen müssen gemeinsam diese Corona-Auflagen und diese Einschränkung der Grundrechte gemeinsam zu arbeiten. Ich möchte deshalb, und wir haben den genannt, einen sogenannten Disclaimer. Rechtes, faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut hat in unserer Bewegung keinen Platz. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sicherlich haben Sie in Ihrem internen Lagebericht von dem in Stuttgart ausgebrochenen Freiheitsvirus vernommen. Das Virus ist hoch ansteckend und hat in Stuttgart innerhalb von 2 Wochen mehrere hundert Teilnehmer angesteckt. Wir waren nämlich auf unserer allerersten Mahnwache für das Grundgesetz, gab es 3 Infizierte. Bei der ersten Mahnwache waren es bereits 80, bei der zweiten Mahnwache ca. 30, bei der dritten Mahnwache, letzte Woche Samstag, ca. 500. Und wenn ich mir die Menge heute so ansehe, dann würde ich sagen, heute sind es wahrscheinlich 5000. Aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern unser Gesundheitssystem überwältigt und in der Folge uns... Millionen und die benötigte Demonstrationsfläche sind 10 Millionen. Die Mama heißt Anna. Ah, da kommt auch schon jemand gerannt.
Ja, schön, dass ihr beide da seid. Hendrik Streeck ist den vierten auf der Welt. Alle Zahlen, ob man Neuinfektionen nimmt oder ob man diese Nazi! Was ist denn für ein Mann in Rubens? Was ist das für ein Nazi? Ja, Mensch, Kinder! Ja, weil er genauso hier sitzt. Kann doch nicht wahr sein! Das ist Feige! Das ist der Nazi! Nazis vertreiben! Hier! Das ist der Resultat der Corona! Freundlichen Damen! Ja! Sie auch damit rechnen, dass Menschen mit... Lass das System nicht in Ruhe!